Ich weiß ja nicht, ob Presse vor Ort ist. Ist sie? Ist sie? Es gibt da nämlich ein Lied. Genau, ich liebe es. Aber es dreht sich in erster Linie um den Öffentlich-Rechtlichen, der den Hals einfach nicht vollkriegt. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die für mich unter einem Namen laufen. Und das ist Herr Hesse. Weil sich so schön reimt. Das Ding feiere ich wirklich. Nicht so gut. Schiebermütze, Bart, ein Gesicht, das ihn blendet, er ist ein wandelndes Klischee. Und alles, was er sagt oder schreibt und sendet, stinkt meilenweit nach SPD. Olaf S. ist sein Name und er freut sich jedes Mal, kann ihn jeder auf der Mattscheibe sehen. Und wenn er sich selbst betrachtet, hat er keine Wahl, es bringt seinen kleinen Freund zum Stehen. Er machte neulich meine Reportage über die Wahl in seiner schönen Stadt. Doch da drohte plötzlich die Blamage, weil der Spitzenkandidat eine Menge Dreck am Stecken hat. Herr Hesse aber ist mit ihm befreundet, also gab es deshalb keinen Zwist. Weil der Fernsehmann keinen verleumdet, was er ja gerne mal genüsslich frisst. Herr Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losnennen, die man ihm gehalten hat, eine fabelhafte Story gestrickt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten brauchen wir die Illusion, dass alles weiter seinen rechten Gang geht in unserer Nation. Immer wieder gehen Leute auf die Straße gegen die laute Kriegstreiberei. Viel zu lange aber geht jetzt schon die Phase und deshalb schickte man die Antifa vorbei. Die hat sich erstmal gründlich und das Volk gemischt mit Parolen und mit Hitlergruß. Und der Esser hat am Ende allen aufgetischt, dass jeder Pazifist ein Nazi sein muss. So lief es ja auch schon bei Corona. Der Esser hatte fleißig mitgemacht und jeden, der das Ganze kritisierte, ganz öffentlich zu Fall gebracht. Seine Hetze im Dienste der Gemeinschaft war obendrein gebührenfinanziert. Nur dass die Spritze heute viele Leute wegrafft, hat den Hesse nie so wirklich interessiert. Herr Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losnennen, die man ihm gehalten hat, eine fabelhafte Story gestrickt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten liefert er die Illusion, dass alles weiter seinen rechten Gang geht in unserer Nation. Die Polizei bewahrte uns vor großem Schaden durch das renitente Reichsrentnerpack. Und zur Razzia waren alle eingeladen, denn so ein Putsch ist doch nach jedermanns Geschmack. Immer wieder ging die Nachricht über den Äther. Für den Kanzler war es fast wie ein Geschenk, denn vom Mädchenmord durch einen Messertäter wurde wieder einmal wirksam abgelenkt. Was noch besser war, was die Presse meute zum Anschlag brachte auf die Pipeline. Zuerst viel Schweigen und da sagten Leute, es könnten nur die USA gewesen sein. Die Erklärung kam dann aber wie von Zauberhand, dass es nur 6 verwirrte Aktivisten waren, die mit Schnorcheln und Sprengstoff aus dem Polenland die Leitung in die Ostseeluft geblasen haben. Und der Esse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losnennen, die man ihm hingehalten hat, eine fabelhafte Story gestrickt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten brauchen wir die Illusion, dass alles weiter seinen rechten Gang geht in unserer Nation. Es ist ein Rädchen im Gefüge, doch von seiner Sorte gibt's mehr als genug. Sie kultivieren gerne jede Lüge beim großen Selbstbetrug. Sie hetzen und sie framen und sie gendern und sie heucheln gern Betroffenheit. Und hat die Politik mal einen Ständer, machen sie die Beine breit. Und was macht der Hesse? Der Hesse von der Presse hat die Krümel fleißig aufgepickt und hat das Losnennen, die man ihm hingehalten hat, eine fabelhafte Story gestrickt. Viel wichtiger als Wahrheit ist die Haltung und statt Fakten liefert er die Illusion
Und der Posten als Regierungssprecher ist irgendwann sein Lohn.